Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion Tier 2 im Ranglistenmodus. Es sind 30 Grad und wir zocken eine Runde. Da ist schon Fiesta drin. Wir könnten einfach mit Kingsguard unterstützen. Welcome to Nova. Das gefällt mir doch schon mal sehr gut. Ratten nehme ich auf keinen Fall mit. Hier machen wir das so. Nehmen wir den Albtraum mit rein. Sieht gut aus. Ich glaube, wir machen Albtraumstart. Noch den Albtraumstart. Dann Ochsen hier hin. Die Torwächter an die Seite. Vorne die geweihten Rösser. Fürst des Todes und Elite Archer. Das klingt gut. Pyro. Und der hat mit so einem. Wer hat damit gestorben? Hier, ach so, mein Teammate, das sah halt so komisch aus. Chloropix hier und Harp hier auf jeden Fall. Ja, wir können locker noch einen Worker bauen. Der hat Pyro. Da wird nicht viel bei rumkommen. Na, könnte mit dem Robo schon ein bisschen was reißen. Gucken wir mal rüber. Chloropixie ist halt schnell down und die Harpie auch. Ja, übelst viel durchklassen. Na, du aber auch. Ich halte das gar kein Problem. Schnecke mit rein. Das ist eben Pyro, da nehme ich das Incom einfach mit. Zack. Mehr kann ich nicht bauen, weil ich keine Stufe 1 Einheit habe. Und ich wollte die scheiß Ratten auch nicht. Ging noch raus, sehr gut. Ich könnte verkacken. Wir gucken mal. Albtraum hält noch sehr gut. Aber es reicht nicht. Ein paar sind durch. Könnten theoretisch noch einen Worker bauen. Mache ich auch. So, wir stellen den Torwächter hier drüben hin. Um den Split erstmal aufzubauen. Okay, Wölfe Zeus, nicht schlecht. Ging leider nicht mehr aus. Okay, hat viel magischen Schaden. Hat jetzt auch noch den Teufelsfisch. Auf zu.
Ab 70 drunter. Gucken wir mal. 100 geschickt. Ja, das schaffe ich nicht. Auf jeden Fall eine Echse rein. Seraphine oder den Teufelsfisch, je nachdem. So sieht es doch gut aus. Kommt noch eine Schnecke mit rein und fertig. Der hat nur natürliche Verteidigung. Das ganz oben. Na, hat wahrscheinlich auch Fiesta. Sanddachs. Auf jeden Fall Elite Archer, das ist gut. Ja, so viel kriege ich jetzt nicht zusammen. Hauen wir die Excel mit rein. Wenn er schon 120 schickt, dann gehen wir mit drauf. Baum direkt aufgewertet fürs Healing. 150 Overbuild. Da kann ich nichts machen. Eine Schleimfrau platziert. Alter, er regeneriert aber auch fett, na. Ja, können wir machen. Sehr gute Wave für mich. Arcane Verteidigung ist am Start. Arcane Verteidigung am Start. Aufprallschaden am Start. Die Wölfe. Wölfe und Metzger. 220. Das ist schon ordentlich. Das halte ich. Von Verteidigung der Elite Archer. Blockt es einfach weg. Zack. 12 Worker aufgestockt. Er hat wirklich mit seinem Fiesta noch nicht so viel geschafft. Hat einmal verkackt, glaube ich.
War das was schicke Schreien? Aufprallschaden kommt. Okay. Tor. Okay, Aufprallschaden kommt. Ganz gut rein. Ich brauche aber noch mehr. Wahrscheinlich. Ja, doch, nehmen wir einen Ogre mit rein. Ogre ist nicht schlecht. My bow is drawn. My bow is drawn. Machen wir das Upgrade. Bleibt genau eine PP übrig. Dann mache ich einfach noch eine Blut rein. Dann sollte das passen. Das sollte reinhauen. Sehr gut, dass der Pyro die ganze Zeit den Großvater angreift. Mit seiner arkanen Verteidigung kann er nichts machen. Zack, zack, zack. Fertig. Sehr schön. Das hat gesessen. Oh ja, der ist ja schon fast tot. Wir gehen auch für die Riesenschnecken. Ach, greifen wir gleich an, okay. Dann greifen wir gleich an. Dann gehen wir auf 13. 13 klingt gut. Das sind auch die Riesenschnecken. Und ein Maulwurf. Drachenbeschwörer. War zu fett. Knapp, aber meins kann auf jeden Fall nicht gegenhalten. Das könnte es gewesen sein. Ja, das war's. Mal eine schnelle Runde. Victory. Dass es so schnell geht, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber was soll's. Sehr schön. Ja, der hat Fester gehabt. Da sieht man's. Perfekt, dann war es eine weitere Runde Legion. Schaut auch gerne bei anderen Videos vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.